Wir filmen. So sind wir jetzt live. Hallo, guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Ich bin Bao. Ich bin Marc. Und wir sind zusammen Mami, I'm sorry. Genau, wir müssen heute Tattoos anschauen und erraten, zu wem die Tattoos gehören. Ja, das ist ganz simpel. Davor müssen wir uns verraten, von welcher Friseur. Keine Schleichwerbung. Sollen wir anfangen? Ja, komm, dann fangen wir an. Wir sind der Ersten. Gut, das ist Chihiro. Aus Chihiros Reise ins Zauberland. Mhm. Wer kann das sein? Zur Auswahl stehen Ariana Grande, Demi Lovato und Selena Gomez. Ja, die sind ja alle ungefähr gleich alt, oder? Komm, wir sagen es mal gleichzeitig, okay? So, okay. Was wir denken. 3, 2, 1, Demi Lovato. Ja, ja, okay, easy, da sind wir uns einig. Auflösung? Ariana. Es ist Ariana, krass. Ach so. Sehr cool. Echt cool, auch wenn die sind ein bisschen komisch aussehen. Mhm. So, das zweite. Zu Nummer 2, Jesus. Welche Körperstelle ist das? Hals? Bau, das sieht so nach Rippen aus irgendwie, gell? Es sind zur Auswahl Adam Levine, David Beckham oder Harry Styles. Also David Beckham ist es safe nicht, da bin ich mir sicher. Der hat zwar viel Müll, aber aber das auf keinen Fall, da bin ich mir sicher. Ich glaube, ich habe meinen Tipp. Ich glaube auch. Harry Styles. Okay, ja. Easy. Weil ich glaube, Adam Levine oder Levine hat, ist, glaube ich, auch voller Tattoos. Ja, ja, der hat auch ziemlich viele. Ja, ich glaube, da war zu viel frei, darum. Und David Beckham hat, glaube ich, auch zu viel. Immer Harry Styles, weiß nicht, wie der ohne Shirt aussieht. Ja, geil, sieht man, ja, keine Ahnung. Das sollte dann David Beckham tatsächlich. Ach ja, hier. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, also ich hätte es bei David Beckham echt nicht erwartet einfach. Also David Beckham ist es safe nicht, da bin ich mir sicher. Den Namen darfst du aussprechen. Wow. Ein Auge. Das ist einfach ein rotes Auge. Hört entweder zu Tuddle. Wer ist Tuddle? Der ist auch bekannt unter TJ Beastboy. Mann, ich zeig deiner Crew Mittelfinger. Ich bin der Coolste seit immer. Zac Efron oder... Jungkook. Jungkook. Spricht man den so aus? Mary. Jungkook. Deswegen gibt's offensichtlich... Jungkook. Okay, alles klar. Ein rotes Auge. Das sieht aber so aus, als wäre das irgendwo am Hals, denke ich mal. Ja, das ist so fragend. Ja, gell? Dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Okay, wieder von 3. 3, 2, 1. Tuddle. Muss Tuddle sein. Ach. Am Arm ist es. Nummer 4. Ein Bär. Es ist ein Bär. Oh Gott. Okay, es sind entweder Justin Bieber, Robert Pattinson oder Zayn Malik. Das ist echt schwer. Ich glaube, am wenigsten erwarten würde ich Robert Pattinson. Ich auch nicht, ich glaube es auch echt nicht. Aber das haben wir auch vorhin bei Jungkook gedacht. Vielleicht sage ich diesmal auch Robert Pattinson. Ich bin mir diesmal ziemlich sicher, dass es Justin Bieber ist sogar. Also das ist für mich irgendwie so ein obvious piece. Bleibst du bei Robert Pattinson? Ja, ich bleib bei Robert. Ja? Okay. Auflösung, Tattoo Nummer 4. Yes! Das war der, ja doch, der erste richtige. Loser. Are you fucking kidding me? Tattoo Nummer 5. Das Anarchy Symbol. Entweder bei Billy Joe Armstrong, Machine Gun Kelly oder Travis Barker. Das ist richtig schwer. Die sind alle halt so voll einfach. Mhm. Voll einfach. Das sieht hier irgendwie aus, als wäre es Bauch oder Rücken irgendwie, hätte ich jetzt gesagt. Das Anarchie Symbol ist halt an sich, glaube ich, am ehesten, dass es zu Travis passen würde, würde ich jetzt sagen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber ich glaube, Machine Gun Kelly ist halt einfach vom Typ her, also jemand, den juckt es halt einfach nicht. So, da könnte ich es mir auch gut vorstellen. Aber ich glaube echt, das ist Travis Barker. Ich sag auch Travis Barker. Ja, oder? Verdammt! Come on! Was ist das? Was soll das sein? Nani? Also es soll einen weiblichen Körper darstellen, auf jeden Fall mal, aber es sieht nach asozialem Hinterhof-Tattoo aus, auf jeden Fall. So, zur Auswahl stehen Angelina Jolie, Lady Gaga oder Miley Cyrus. Ich auch, Lady Gaga oder Miley Cyrus. Aber wobei, es ist halt übles Trash-Tattoo, also es ist wirklich richtig schrecklich. Ich glaube, Lady Gaga wird sich das covern lassen. So, die achtet ein bisschen mehr auf ihr Image und Äußeres als Miley Cyrus. Doch, ich glaube Miley Cyrus. Och, soll ich spannend machen? Ich hätte auch jetzt Miley Cyrus gesagt. Wenn du Miley Cyrus nimmst, nehme ich jemand anderen. Ich sag Lady Gaga. Okay. Und? Ja, verdammt! Jawoll! Ey, 2 Punkte, immerhin, immerhin. So, letztes Tattoo, Tattoo Nummer 7. Das ist ein Football-Helm. Das müssen wir nur noch wissen, von welchem Team. Post Malone, Mac Miller oder Johnny Depp? Ich tendiere aus unbekannten Gründen zu Mac Miller. Der gute Johnny. Echt Johnny? Okay, okay. Ich assoziiere den voll nicht mit Sport, ich weiß nicht, das passt ja irgendwie nicht zu nicht. Dem, keine Ahnung. Weil bei Post Malone hätte ich gedacht, vielleicht hat er gar nicht so viel mehr Freiraum, aber ich weiß nicht, ob er nur ein Gesicht hat oder wie es unter seinem Shirt aussieht.
Weil man halt auch viel Freiraum hat. Bau, ja genau. Ich will deine Suchhistorie bei Google nicht sehen. Nein! Ja, ist super. Beide verkackt. Ja gut, okay. Das ist so dieses typische T-Shirt tätowiert einfach. Scheiß Poser. Theoretisch gesehen steht es 2-1, weil den einen haben wir beide richtig gehabt und den anderen habe ich halt richtig gehabt. Aber auch nur, weil du dich anders entschieden hast. Ich glaube, ich würde am nächsten Mal den am unwahrscheinlichsten einfach von denen nehmen, weil hat man ja gemerkt, hätte für mehr Punkte gesorgt. Ja, so habe ich es ja aus meiner Sicht, glaube ich, gemacht und trotzdem habe ich 0 oder 1 Punkt. Aber das ist auch übel schwierig, du kannst das halt einfach nicht so sehen, selbst wenn du weißt, wie die Leute an sich aussehen oder in welchem Stil die tätowiert sind, das kannst du einfach nicht irgendwie auf eine Person jetzt spezifisch entscheiden, dann zu wem das gehört, das ist eigentlich schon mehr Glückssache. Außer du kennst die Person halt in- und auswendig, was komisch wäre. Abmod bitte. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr hattet mehr Punkte als wir. Macht's gut. Macht schön Dingelingeling und schreibt was drunter.